Guten Tag. Ich erzähle heute was zu Sway. Und zwar ist Sway ein i3-kompatibler Wayland-Compositor. Will heißen, der Window-Manager, den ich... Window-Manager, es ist jetzt kein Window-Manager mehr, es ist ein Wayland-Compositor. Der verhält sich also so wie ein i3. Also ich kann hier irgendwie so Fenster aufmachen. Und dann kann ich sie auch irgendwie so teilen. Und ich kann so umswitchen und Tabs und Stacked und was weiß ich. Alle Dinge, die i3 auch kann. Aber der Unterschied ist, dass dass im Hintergrund das ganze Wayland basiert ist. Ich habe also keinen X11-Server mehr laufen. Oh. Ich habe einen X-Wayland laufen. Ein X-Wayland ist die Implementierung eines X11-Servers, das ist richtig, aber in dem Fall habe ich keinen X11 mehr laufen, was man an dem nicht zu lesenden PSAUX-Grep X11 sehen kann. Allerdings läuft richtigerweise ein X-Wayland, weil ich ja immer noch Fenster habe, die nicht Wayland-compatible sind. Das hier ist ein Wayland-Fenster. Das ist ein Wayland-nativer Terminal-Emulator. Aber der Firefox, die Wayland-Version, das ist noch ein bisschen auf der Bleeding-Edge-Seite des Lebens. Das Ganze wird entwickelt auf GitHub und ist jetzt irgendwie in Release Candidate 2. Und es werden so langsam alle Bugs gefixt. Es stürzt nur noch sporadisch ab. Der größte Vorteil, den das Ding allerdings für mich hat, ist erstens, dass moderne Laptops etwas haben, was sich Multistream Transport nennt. Das heißt, man kann über einen DisplayPort-Anschluss mehrere Monitore gleichzeitig anschließen. Es gibt Monitore, die haben nicht nur einen DisplayPort-Eingang, sondern auch einen DisplayPort-Ausgang. Und da kann man an den Ausgang einen weiteren Monitor anschließen. Und wenn dann alle magischen Dinge gut funktionieren und der Kernel gerade keinen Unsinn macht, kommen da tatsächlich auch dann multiple Displays bei raus. Das ist bei meinem Laptop relevant, weil mein Laptop auf der Dockingstation zwei DisplayPort-Ausgänge hat, aber intern nur einen Port. Wir heißen, in diesem Laptop intern sind die zwei DisplayPort-Ausgänge auf der Dockingstation als Multistream-Transport-Port ausgegeben. Ich hatte jetzt das Problem, dass bei meinem alten Window-Manager das nie irgendwie so richtig funktioniert hat, also immer so halb. Und es war sehr sporadisch kaputt und man hatte immer das Gefühl, dass da durchaus auch die Kompatibilitätsebene von X11 wieder mit dazwischen funkt, weil man immer noch so einen Treiber dazwischen hat. Also es gibt da so ein Mehrschichtenmodell. Gibt es das auf Wikipedia? Ich glaube schon, ein Mehrschichtenmodell. Und zwar gibt es ganz unten das Kernel-Interface. Das Kernel-Interface nennt sich DRM, Direct Rendering Manager. Ich glaube, die hatten hier irgendwie so einen schönen... Genau. Das ist noch nicht das richtige... Gibt es hier noch ein schöneres? Genau, es gibt ganz unten das Direct Rendering Management Interface. Darauf aufsetzen gibt es dann einen Treiber, der... Wayland? Gibt es dann einen Treiber, der mit dem X11-Server spricht und der X11-Server ist eben der Fenstermanager für das eigene Window-Management-System. So, hier gucken, Other Uses, Display-Server-Protokoll. Und hier gibt es, glaube ich, das richtige Bild dazu. Genau, man sieht hier unten gibt es den Kernel mit dem Direct Rendering Management und dem Kernel Mode Setting. Das Kernel Mode Setting, damit kann man die Bildschirmauflösung zum Beispiel festlegen. Und das geht mittlerweile auch atomar. Will heißen, wenn man die Bildschirmauflösung in einem Commit sozusagen, also alle gleichzeitig umstellen will, kann man das heutzutage machen. Und dann gibt es hier drüben links noch die API für FDev. Das ist alles, was irgendwie Input ist. Also Tastatur, Gamepad, Maus. Und daran angeschlossen wird dann der Wayland Compositor, der auf der einen Seite halt über das KMS direkt die IOCTLs auslösen kann, um die Bildschirmauflösung einzustellen. Die Input-Sachen annimmt und verarbeitet, will heißen, dass die Maus sich hier bewegt, da kommt halt jedes Mal ein Event vom Kernel rein, über libInput und dann sage ich, okay, wenn er jetzt den Finger nach links bewegt, dann bewege ich halt auch den Cursor nach links. Und auf der anderen Seite implementiert der Wayland Compositor dann über verschiedene APIs das Interface, um mit dem Direct Rendering Manager zu reden. Im Regelfall braucht man dafür auch noch eine API, um so Puffer-Management zu machen. Und die Grafikkarte muss halt so einen gewissen Mindeststandard implementieren. Der Mindeststandard hier ist jetzt OpenGL ES.
Das ist die OpenGL-Variante für eingebettete Systeme, also wirklich die Minimalst-Anforderung, die meiste moderne Hardware auch tatsächlich unterstützt. Es gibt noch Probleme bei älterer Hardware, bei der es keinen Open-Source-Treiber gibt, weil da dann möglicherweise die Sachen nicht implementiert sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass alle Treiber, die nicht Open Source sind, das Kernel-Mode-Setting nicht implementieren können, weil die APIs intern GPL-exported sind, soweit ich das in Erinnerung habe. Das ist einer der Gründe, warum das für NVIDIA-Grafikkarten relativ schwer zu implementieren ist, weil du ein anderes Pufferprotokoll verwenden musst als für normale Open-Source-Treiber wie Radeon oder Intel oder eingebettete Systeme Aetna-Vive oder so. Die NVIDIA-Grafikleute weigern sich nämlich beständig, das zu implementieren. Anyway, man hat dann hier so einen Wayland-Compositor, der also alle einzelnen Clients managt. Man hat also hier irgendwie so einen Video-Client, einen Inkscape-Client und einen KDE-Plasma-Client, irgendwie sowas. Und Clients sind in dem Fall die Fenster, die man aufmacht. Will heißen, das hier wäre ein Client und das hier wäre ein Client. Und jetzt funktioniert das Ganze so, dass der Wayland-Server dem Client einfach nur, also der Client sagt dem Wayland-Server, was für einen Surface er haben will, und dann handelt der Server mit dem Client über ein Protokoll aus, wie groß das Fenster sein soll, wie die Titel aussehen sollen und wo das Fenster am Ende landen wird. Und der Client rendert dann einfach seinen Inhalt da rein. Will heißen, was hier passiert ist, dass der Wayland-Server sagt, pass auf, du hast das Surface, das ist so groß, und dann render mal deinen Kram da rein und sag mir, wenn du fertig bist mit Rendern. Und dann gibt der Client, wenn er fertig ist mit dem Rendern, einen Commit, und dann sagt der Server, alles klar, ich zeig das jetzt an. Den großen Vorteil, den das Ganze hat, ist, dass es absolut tiering-frei ist, weil der Compositor alleine entscheiden kann, wann die Sachen tatsächlich angezeigt werden. Der Client kann wie verrückt auf seinem Buffer rendern, wie er möchte, was am Ende in dem richtigen Frame angezeigt wird, wird durch den Compositor gesteuert. Das hat den wunderbaren Effekt, dass unter Sway oder unter allen Wayland-Compositern selbst YouTube-Videos in X-Clients oder hier in Firefox nichtieren, auch wenn ich sie beliebig groß und klein schiebe. Wenn ich dann MPV benutze, hat es den Vorteil, dass der Server natürlich weiß, welche Fenster angezeigt werden. Will heißen, ein Fenster, das nicht angezeigt wird, wird auch nicht dazu aufgefordert, seine Datenverarbeitung laufen zu lassen oder seine Videoausgabe laufen zu lassen. Ein Fenster, das nicht angezeigt wird, bekommt keine sogenannten Frame-Events. Das heißt, es muss halt keine Dinge auf den Bildschirm blitzen und verbraucht dann wesentlich weniger Strom. Im Fall von einem Videoplayer muss ich halt nicht das Video anzeigen, ich muss quasi nur noch die Audio-Verarbeitung machen und kann mir halt den Video-Acceleration-Teil sparen. Genau, basieren tut das Ganze auf einer gemeinsamen Library. Die Jungs haben sich hingesetzt und haben gesagt, ja, die bestehenden Wayland-Libraries, die es so gibt, die sind nicht so wirklich praktisch. Deswegen haben sie angefangen, ihre eigene zu schreiben. Und basierend auf dieser Library gibt es auch noch ein paar andere Wayland-Compositor, die teilweise extrem lustig aussehen. Ich muss gerade mal gucken, wo ist denn hier Wayfire, genau. Wayfire VM. Ihr kennt bestimmt noch Compiz und diese ganze OpenGL, ich zoome irgendwie raus, Cube und drehen und Beryl. Brennende Fenster, genau, oder Beryl, genau sowas. Und das ist quasi Wayfire VM jetzt in Tier-Free und auf die Spitze getrieben. Habe ich da, müsste es auch ein Video zu geben. Wayfire? Das ist wahrscheinlich zu generell. Wayfire? Ja, doch, Wayfire-Demos. Mein Google ist dafür okayisch. Das ist jetzt die Aufnahme von dem Compositor und hier kann man sehen, Cubes und brennende Fenster. Also auch transparente Flächen, wie Welle? Wie bitte? Ja, allerdings ist es bei Wayland so, dass du dann nicht das Fenster darunter siehst, weil das Fenster darunter wird dir nicht angezeigt, weil es keine Frame-Events benutzt. Das heißt, du siehst dann halt einfach deinen Hintergrund. Genau, und Wayfire basiert eben auch auf dieser Compositor-Library. Und jetzt hast du einen Cube in Space.
Also damit lassen sich sehr, sehr lustige Dinge tun. Auf der anderen Seite gibt es da neben Wayfire, also Sway ist das Wayland Pendant zu I3. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch Waycooler. Waycooler. Hast du schon rumgespielt? Ich benutze nur Sway. Und ich bin auch nur am Bugfixen bei Sway mit beschäftigt. Also. Also gibt es irgendwie da andere Serious Contender oder sind das alles eher so Spaßtüten? Ja, Waycooler zum Beispiel. Waycooler wäre die Variante für Awesome. Und das wäre auch schon Serious Contender. Das Problem ist, dass im Moment, also das Problem, wenn du das in Rust schreibst, wie die Waycooler-Leute sich entschieden haben, das zu tun, dann musst du natürlich entsprechend die Library erst, du musst erst die Bindings so schreiben, dass du die C-Library, also das WLroots ist in C geschrieben, in Rust ordentlich verwenden kannst. Warum hast du es nicht in Rust geschrieben? Das ist halt die Alternative, aber der Initiator dieses dieses Compositors hat sich halt entschlossen, ich habe Lust, das in Rust zu schreiben, deswegen wird es jetzt in Rust geschrieben. Allerdings hat der letztens gesagt, dass ich hier jetzt erstmal um die Bindings kümmern will, bevor er anfängt, dann weiter an dem Compositor zu arbeiten. Das Wayfire WM scheint zumindest für den einen Entwickler sehr benutzbar zu sein, der ist auch sehr aktiv in dem Bug-Tracker. Und es gibt wohl auch andere Leute, die das verwenden und sich nicht beschweren, dass es kaputt ist. Die Librem 5-Leute, die dieses Handy bauen, haben sich entschlossen, dass sie auch einen Wayland-Compositor auf Basis von WLroots bauen wollen. Die haben also irgendwie den Beispiel-Compositor, den die Library mitliefert, geforkt und haben angefangen, darauf Dinge zu tun. Und die haben zum Beispiel Support für das Text-Input-Protokoll hinzugefügt. Wenn man also über eine Bildschirmtastatur Eingaben machen will, muss der Client bzw. muss der Compositor ein Protokoll unterstützen, um dann die Eingaben auf der Bildschirmtastatur an den Compositor und an den richtigen Client weiterzuleiten. Genau. Und sonst gibt es, glaube ich, noch so kleinere Dinger wie dieses Cage. Cage zeigt einfach eine Applikation als Wayland-Client an und wenn die Applikation beendet wird, beendet sich Cage auch. Also das ist quasi das Kiosk-Äquivalent zu. Das ist so die einfachstmöglichste Implementierung für einen Compositor, die man so finden kann. Wie ist das mit Inputs und Outputs bei Wayland? Also der muss das ja dann irgendwie selber machen, der Compositor. Und was meinst du mit Inputs und Outputs? Bei I3 kann ich dann irgendwie über X-Input Dinge konfigurieren und zum Beispiel so Keys remappen und geht es dann bei Sway? Ja, du hast auch, wie bei I3 auch, eine Konfigurationsdatei, die irgendwie Sway-Config heißt und dann kannst du hier so Bind-Sim-Angaben machen. Und dann hast du halt Keybindings für die Befehle, die innerhalb von I3 ausgeführt werden sollen, wie Mod-Shift-C, um halt das aktuelle Fenster zu killen. Und zusätzlich gibt es Input-Konfigurationen. Und die sehen genauso aus. Ich gebe also an, welches Input-Device das ist und was ich dafür aktivieren will. Zum Beispiel sage ich für alle Input-Devices XKB-Options-Compose-Caps. Wenn er sieht, dass da XKB-Options drin sind, dann gilt das offensichtlicherweise nur für welche, die Tastaturen sind. Weil für Mäuse machen XKB-Options keinen Sinn. Und dann habe ich auf allen Tastaturen, die ich anschließe, Compose Caps als Option eingestellt. Und dann gibt es noch Seed. Der blendet nach 5 Sekunden hier den Cursor automatisch aus. Macht so klunk und dann ist er weg. Bis ich ihn wieder bewege. Und auf der anderen Seite, Output-Konfiguration ist hier, glaube ich, keine drin. EDP-DP1, ja, aber das ist noch veraltet. Aber auch Output-Konfigurationen lassen sich genauso angeben. Das lohnt sich nur bei dem Laptop nicht, weil da ist halt immer nur ein internes Display an. Und für den Rest habe ich hier so ein kleines Skript, das das aktuelle Fenster auf den anderen Output verschiebt. Mit Pop-up. Also einmal, um den Workspace zu wechseln und einmal, um den auf den anderen Output zu legen. Das ist, wie gesagt, dieser One-Liner hier. Der holt sich die Outputs über das
Sway-Message-Protokoll. Sway-Message ist so ähnlich wie E3-Message. Ich kann also sagen, T, get outputs, und dann kriege ich hier eine Liste von Outputs. In dem Fall sollten das jetzt einmal der Onkyo Corporation TXSR Schlag mich tot sein, also der AV-Receiver, an den ich angeschlossen bin, und weiter oben ist hier mein Laptop-Bildschirm, der irgendwie unknown, bla bla, keine Ahnung ist. Und der auch nur zwei Modes hat. Sobald er erkennt, der Rechner, dass da ein neuer Bildschirm angeschlossen wird, dann Skript laufen lassen, das automatisch alles verschiebt. Ist das ja. Drin ja. Schon? Ja, das kannst du machen. Auch sowas wie, ich ziehe das jetzt raus und dann stecke ich es hier rein. Ist kein Problem, weil er feststellt, oh, da ist ein neuer Output. Dann muss ich jetzt wohl den Output einschalten und Mode setten. Jetzt muss nur der Laser anrotieren. Ja. Genau. Dann legen wir das mal wieder nach da. Genau. Das funktioniert vollautomatisch. Das ist das erste Mal, dass das ohne X-Render-Gefummel einfach so klappt. Eben weil er im Hintergrund die Abfrage über UDEV direkt macht. Das will heißen, der Compositor ist bei UDEV direkt angemeldet, kommt mit, wenn sich da die Connector ändern, und fängt dann an, die ganze DRM-Instruktionsgeschichte durchzumachen. Also fragt man nach, welche Outputs sind jetzt überhaupt da, welche sollen an sein, habe ich dafür überhaupt ein CRTC frei, also sind die Ressourcen dafür verfügbar, dass ich das überhaupt anmelden kann. Und dann versucht er, eine optimale Konfiguration zu finden. Es gibt ja auch durchaus Konfigurationen, wo deine Grafikkarte nur drei Bildschirme ansteuern kann, aber vier angeschlossen sind. Und dann muss er halt immer einen ausschalten, wenn du den einen, der aus ist, wieder anhaben möchtest. Genau. Das Sway-Message implementiert noch ein paar andere Sachen, und ich kann hier auch direkt Instruktionen aufrufen. Also Sway-Message Move Left würde das jetzt halt immer weiter nach links verschieben. Und genauso sehen die Bind-Sims halt auf der anderen Seite auch aus. Tja, gibt es sonst noch Fragen? Also, wenn du sagst, du fixst da regelmäßig Bugs. Ja. Für wie nutzbar hältst du das Ganze? Wenn man keine Lust hat, regelmäßig Bugs zu fixen, ist das Quirks, an die man sich gewöhnen kann, oder gehen einfach Sachen nicht? Und du benutzt Debian, oder? Ja. Dann kannst du sowieso nicht benutzen, weil Debian JSON C013 seit Ewigkeiten ein Testing hat und niemand es in Unstable verschieben will. Und Sway braucht leider JSON C013. Ja, das ist so ein Problem. Achso, wenn du auf Testing bist, dann sollte es gehen. Mit Stable ist es gerade schwierig. Mittlerweile crasht es nur noch einmal jede Woche. Als ich angefangen habe, damit zu arbeiten und angefangen habe, Bugs zu fixen, ist es gefühlt jeden Tag gecrashed. Was heißt Crash in dem Fall? Ist dein X-Server dann komplett weg? Oder nee, dein Compositor. Behalten und nee, dein Compositor ist dann tatsächlich komplett weg. Dann macht es einmal so flump. Und dann ist dein Compositor tot. Das heißt, alle deine Workflows wirst darauf angepasst, dass der Transient ihren State... Das waren sie auch vorher schon. Okay. Das liegt in der Sache meiner Workflows. Ich muss mal das Redshift wieder killen. Ich habe gerade den Compositor neu gestartet. Genau. Also, es soll demnächst ein Stable Release geben. Also quasi das 1.0 Release. Die Ansage für das 1.0 Release ist, wir machen das Release, wenn wir eine Woche lang keinen neuen Bug gefunden haben. Das heißt, wenn einmal eine Woche lang alle im Urlaub fahren. Nee, die Erwartung ist, dass, dass es so, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Release-Candidates geben wird, und im Moment wird halt auf dem Release-Branch werden die Fixes gecherrypickt. Da kommen keine neuen Features rein. 5.500 Commits halt schon. Ja, es sind halt immer nur so kleine Fixes, die jetzt so dazukommen. Ich glaube, es gibt auch einen Milestone für 1.0, genau. Und da gibt es dann halt die Bugs, die auch gefixt werden müssen. Aber im Moment ist zumindest der Turnaround relativ gut. Wenn ihr jetzt guckt, über die letzte Woche sind 37 Issues zugegangen, aber 19 auf. Und 18 Pull-Requests wurden gemerged. Also da ist sehr viel Aktivität vorhanden, vor allem wegen Brian. Ja.
Das da unten bin, glaube ich, ich. Ja. Genau. Wenn man keine Lust hat, Bugs zu fixen, sollte man es noch nicht benutzen und lieber auf den 1, auf das 1.0 Release warten. Das ist wahrscheinlich die sinnvolle Variante. Das klingt aber nicht unbedingt so, als würde ein 1.0 Release dann nicht bugfrei sein. Und so, ja. Wieso? Forwarding oder so Krams analog macht das Ding gar nicht, oder? Wie bitte? Also der XF Forwarding oder sowas macht das Ding gar nicht. Nein. Es gibt ein Proposed Protocol dafür, wie man Desktop Portal macht. Also wie man auch sowas wie VNC zur Verfügung stellen könnte. Allerdings implementiert das im Moment sowohl KDE als auch GNOME anders, weil sie sich nicht auf ein gemeinsames Protokoll geeinigt haben. Das ist so ein bisschen das Problem innerhalb dieses Wayland-Raums. Es gibt halt ein Set von Core-Protokollen, auf die sich alle Leute geeinigt haben und die alle Leute auch gleich implementieren. Aber jeweils KDE als auch GNOME haben so ihre eigenen Protokolle da so mit dran geklebt, ohne der anderen Seite da so drüber zu erzählen, was sie überhaupt vorhaben und ohne, dass andere Leute da mitdiskutieren können oder konnten, weil sie es halt einfach implementiert haben. Die Entwickler von WLRoots und auch von Sway sind dann ein bisschen mehr bemüht, ihre Protokolle auch in die offizielle Protokolldefinition mit reinzubekommen und da offizielle Protokolle draus zu machen, damit eben mehr Compositor mit den gleichen Funktionalitäten die gleichen Applikationen nutzen können. Die Sache mit dem Redshift zum Beispiel, Redshift, da gab es vorher kein Protokoll für. Es gab kein Protokoll, wie ein Client dem Compositor mitteilen sollte, dass er jetzt das Gamma anpassen sollte. Das gab es vorher nicht. Und das haben die Jungs dann als Protokoll-Proposal gepostet. Das ist jetzt als Unstable-Protokoll aufgenommen und dann hat jemand den Redshift-Client gepatcht und seitdem funktioniert Redshift unter allen WLRoots-kompatiblen Kompositoren gleich, weil sie alle dasselbe Protokoll implementieren. Du guckst. Ich weiß nicht, also das ganze Projekt ist ja gestartet mit endlich die ganzen Altlasten loswerden und mal strukturiert die Sachen neu angehen. Dafür klingt das schon etwas chaotisch. So. Ich habe, glaube ich, letztens auch einen Thread gelesen, wo die Leute gesagt haben, man hätte nur X11-Server weiter in eine positive Richtung entwickeln können, damit wir dann irgendwann auch sowas ähnliches wie Wayland bekommen hätten. Dazu lässt sich sagen, dass die Leute es wirklich, wirklich versucht haben. War jetzt nicht so, dass die, also die Schnittmenge zwischen Wayland-Core-Developern und X11-Developern ist 100%. Das vielleicht dazu gesagt, also es sind tatsächlich exakt die gleichen Leute, die sich das mal ausgedacht haben und die haben halt gesagt, nee, es geht einfach nicht. Wir können dieses XORG-Protokoll mit seinen ganzen Erweiterungen nicht irgendwie dahin kriegen, dass das so funktionieren könnte. Und dann haben sie halt angefangen, das Wayland-Display-Protokoll zu definieren und auch die Referenzimplementation in Form von Weston dafür zu bauen. Da ist allerdings das Problem, Weston ist auch ein Compositor und ist der Referenz-Compositor für Wayland. Weston hat auch eine eigene Library. Leider ist die Library sehr spezifisch für Weston angelegt. Das heißt, du kannst die libweston nicht einfach so benutzen, um deinen eigenen Compositor zu bauen. Was schließlich und letztendlich auch der Grund war, warum sie angefangen haben, ihre eigene Compositor-Bibliothek zu schreiben. Am Anfang waren sie auch mehr so auf dem Standpunkt, ja, wir fangen das jetzt an zu schreiben, aber wir sind uns nicht sicher, dass das sinnvoll funktionieren wird oder so. Aber mittlerweile funktioniert es tatsächlich wirklich gut. Ist Lennart da irgendwo involviert? Nein. Alles gut. Die WLRoots und Sway-Leute haben auch explizit das Ziel, andere Unixen zu unterstützen. Wir heißen alle Sway-Pull-Requests werden, glaube ich, aktuell auch auf FreeBSD gebaut und jemand arbeitet daran, OpenBSD, glaube ich, noch mit reinzukriegen oder NetBSD, ich bin mir gar nicht sicher. Aber das ist auf jeden Fall alles POSIX-compliant und nicht rein auf Systemd ausgelegt. Es unterstützt neben Systemd auch eLoginD oder ich glaube, gar nichts geht nicht. Du musst, wenn, dann eLoginD haben, weil du irgendwas brauchst, um deine Seeds zu managen, weil du sonst keine Informationen darüber hast, welcher Nutzer eingeloggt ist. Genau. Ja, sonst noch Fragen? Auch gern generelle Wayland-Fragen. Vielen Dank. Ich glaube, Frage nennen, wie schlank ist es im Vergleich zu XL? Also wie viel MB schluckt es oder
Wie lange brauchst du, um es zu kompilieren? Oder? Minus R, F, Bild, 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 C Subprojects, wie Roots, das ist die Compositor Library, RM minus RF Bild. So, okay, gleich wie Roots. Aktuellen Master holen. Können wir nachgucken, was passiert ist. Ah ja, okay. Der betrifft mich nicht, der Fix. Und dann hier aktuelle Version holen. Ninja. Ach ne, Meson-Bild. Diese fancy neuen Systeme. Irgendwo stand ein No. E-Login D. Okay. Ninja-C-Bild. Also auf meinem Laptop dauert es so 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Auf dem Desktop sind es irgendwie 5 mit ausreichend Kernen und. Parallelität funktioniert mit Meson und Ninja sowieso gut. Und das ist so schlank, wie es aussieht. Ja, es ist so schlank, wie es aussieht. Pling, sie haben jetzt ein funktionierendes Sway. Die Größe wäre mal eine gute Frage. Habe ich tatsächlich gerade keine Ahnung von. Aber Sway... Müsste es irgendwo ein Sway geben. Wie groß ist dein Phoenix? Oder... 3,8 MB für das Binary, aber da kommt natürlich die Compositor Library noch dazu. Und du wirst wahrscheinlich strippen, oder? Ja, das ist jetzt mit vollen Debugging-Symbolen. also explizit, damit ich halt die Debug-Logs habe. Aber du kannst es auch noch strippen und auf Release stellen und dann sollte es wesentlich kleiner sein als die MBs. Das heißt für so Chaos-Projekte potenziell winzig. Ja. Da weiß ich nicht, wo die Library rausgefallen ist. Ha. Genau, hier gibt es dann auch den X-Wayland-Teil, der einen minimalen Window-Manager für das X-Wayland, für den X-Wayland-Part implementiert. Das ist so ein bisschen interessant. Ja. Also es ist sehr, sehr schlank und es ist im Regelfall auch ziemlich performant. Ich bin damit ganz happy. Das Einzige, was noch raus könnte, sind die Bugs. Ha. Aber die fixen sich halt nicht von alleine. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Bug treffe, besorge ich mir die Backtrace, poste das Debug-Log und vielleicht habe ich mal Zeit, in den Bug selbst reinzugucken. Also es gibt einige Dinge, die ich auch einfach schon selbst fixen konnte. Weil das dann relativ offensichtlich ist. Hast du irgendwie Sachen, die tatsächlich nicht funktionieren? Welche X-Programme oder sowas, die sagen, nö. Interessanterweise funktioniert das Jamaika gut. Ich habe uralte Software von Siemens, um so Logo-SPS-Steuerungen zu programmieren. Die funktioniert tatsächlich nicht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die ihr eigenes JTK mitbringen und dass ich da diese Environment-Variable für der Window-Manager ist Non-Reparenting nicht übergeben kann und dann funktioniert es nicht. Da müsste man also einfach mal versuchen, ein anderes JTK reinzumachen oder das Programm mal aktualisieren. Es gibt einen Bug, und zwar unter X-Wayland, also X-Wayland ist an der Stelle kaputt, und zwar kriegt X-Wayland es irgendwie nicht hin, das DPI sinnvoll zu setzen, wenn du Displays hinzufügst und wieder wegnimmst. Dann ist deine Displaygröße teilweise max-int und dann sind deine Fenster dementsprechend riesig. Der Fix dafür ist in seinen X-Resources einfach seine DPI auf 96 zu setzen, was ein sane Default ist, und ganz unten in meiner Sway-Config importiere ich einfach über XRDB das. XRDB Load X-Resources und das sorgt dafür, dass XL-Fenster keine dummen Dinge machen. Was übrigens auch exakt dasselbe ist, was GNOME macht. Bei GNOME haben alle X-Fenster grundsätzlich auch 96 als DPI, weil das bei denen auch nie so richtig funktioniert hat. Auch wegen DPI und High DPI, wenn du einen nativen Wayland-Client hast, funktionieren verschiedene DPIs auf verschiedenen Displays mit Wayland. Was mit X auch nicht funktioniert hat. Allerdings muss der Client dafür Wayland-nativ sein. Also das Terminal hier würde funktionieren, aber
Der Firefox hier links zum Beispiel nicht. Welches Terminal ist das? Das ist Termite. Können dann die Clients dann mehrere Services für jeden DPI? Nee, sie rendern nur für das Surface, auf dem sie gerade angezeigt werden. Das ist eine gute Frage. Die höhere wahrscheinlich. Das geht dann einfach nicht. Das sind ja die schwierigen Probleme, ne? Eine andere Sache, die auch noch nicht funktioniert, ist Cloning. Vor allem, weil sie sich da länger Gedanken drüber gemacht haben, wie Cloning funktionieren soll. Weil das ist halt ein schwieriges Problem, ne? Wenn die Outputs nicht exakt gleich groß sind, wie machst du dann das Cloning? Und wie machst du das konfigurierbar? Und wie soll das am Ende aussehen? Es gibt ein langes Issue dafür. Ich weiß nicht, ob das hier drin ist oder im WL-Roots. Aber sie haben sich da schon Gedanken zu gemacht. Es hat sich hat allerdings noch niemand implementiert. Ich glaube, es ist in WL-Roots drin. Also unter Gnome funktioniert das ganz gut mit Cloning. DM-Output-Cloning, genau. Und im Moment sind sie auch dabei, den Renderer nochmal zu redesignen. Es passieren Dinge. Genau. Sonst noch Fragen? Wenn ich jetzt schon Fragen beantworte. Genau, also prinzipiell finde ich es ganz nett, dass es jetzt irgendwie eine Tiling-Alternative für Wayland gibt. Weil vorher hatte man halt immer die Wahl zwischen KDE oder Gnome und keins von beiden ist per Default darauf ausgelegt, Tiling zu machen. Ja, du kriegst immer Extensions für die Compositor, aber sie sind halt nicht darauf ausgelegt, per Default zu teilen. Und ich habe mich an das Tiling schon ein wenig gewöhnt, muss ich zugeben.